Früher war alles besser. Oder? Ach, früher. Das muss doch verewigt werden. Wie gut ging es uns da. Die Welt war Spiel, Spaß, Genuss. Alles war irgendwie leichter. Psychologisch betrachtet ist es immer gut, wenn man die Vergangenheit erstmal glorifiziert, sich an die schönen Dinge zurückerinnert und eben sieht, dass früher vieles anders war als gegenwärtig. Eigentlich wollte ich direkt auf diesen Videoausschnitt reagieren, aber im ersten Anlauf fehlte mir die Struktur und die Formulierungen waren auch nicht ausgereift. Inzwischen sind mehrere Wochen vergangen und der Bezug zum Ausschnitt wird immer schwieriger herzustellen. War früher alles besser? Der Quellbeitrag nimmt es schon vorweg, wenn auch außerhalb des Zitates nicht alles. Stellen wir uns unsere Wahrnehmung als ein Feld mit einem Kreis in der Mitte vor. Der Betrachter steht im Mittelpunkt des Kreises, der innere Bereich ist die Gegenwart, der äußere die Vergangenheit. Der Rand des Kreises ist der Horizont. Die Zukunft existiert in dieser Betrachtung nicht. Wenn wir in der Gegenwart auf Probleme stoßen, denken wir daran, dass es diese Probleme in der Vergangenheit nicht gab. Andererseits sehen wir in der Vergangenheit auch Dinge, die es inzwischen nicht mehr gibt. Es fehlt aber ein Maß für den Vergleich. Außerdem fehlt bei den meisten Erinnerungen der zeitliche Bezug, wodurch die Einsortierungen leichter durcheinander geraten. Weil die Erinnerungen leichter durcheinander geraten. Wir versuchen intuitiv unsere Erinnerungen zu sortieren. Die schönen nach vorne, die schlechten nach hinten. Das macht ein Ausrichten auf der Zeitleiste noch schwerer. Wenn es uns also gelingt, die schlechten Erinnerungen vollständig zu überdecken, entsteht wirklich der Eindruck, früher sei alles besser gewesen. Können Filmdokumente das Trugbild brechen? Nach dieser Theorie nicht, da das Gezeigte als etwas empfunden würde, das gerade jetzt passiert. Nun zur generellen Frage. Sind das alles nur Hypothesen ohne Grundlage? Keineswegs. Ich habe mir meine eigenen Erfahrungen und Empfindungen genommen und verallgemeinert. Nun habe ich in meinen persönlichen Überlegungen gezielt die Punkte ausgewählt, die ich als positiv empfand. In Gedanken habe ich auch das Bild versucht zu vervollständigen und allzu oft fehlen einzelne Erinnerungen. Das Erfolgsrezept der Vergangenheit ist einfach, die Zukunft nicht vorhersehen zu können. Wenn es möglich wäre, in der Zeit zurückzugehen, hieße das, Dinge aufzugeben, die man heute gern macht. Bleibt also nur die Vergangenheit zu würdigen und die schönen Dinge im Blickfeld zu behalten.